kommt, dann haben sie immer so ein bisschen geschwächelt. Dann haben sie wirklich die wichtigen Sachen, wenn es um die Gruppenphase geht, dann haben sie leider verloren. Da war halt auch wieder Alternate zweimal der Gegner. Ja. Und dann haben sie leider gegen Alternate auch zweimal verloren. Und das ist halt sehr ärgerlich. Und ich würde sagen, wir können auch zeitnah bald in die Bannphase reinwechseln. Wir sehen, die Spieler sind natürlich auch gespannt auf das Spiel, freuen sich natürlich. Und wenn wir die Bans jetzt gleich ansehen werden, werden Augen rausfallen? Dann werden Augen rausfallen, denke ich auch. Da ist auf jeden Fall schon einiges im Gange. Werden da auch demnächst zeitnah rüberwechseln. Das Ding ist ja auch nochmal bezogen auf ESC, dass sie wirklich bei den Cups, hast du ja ganz kurz erwähnt, einfach nicht überragend geglänzt haben. Es war wirklich ein Team, das erst bei den Playoffs richtig abgeht. Und das ist halt nicht schlecht. Also wenn es dann wirklich Richtung Finale zugeht, dann sollte man wirklich sein Bestes geben. Hier aber aktuell, Nidalee haben wir drüber geredet, super nervig. Dass man ein Z-Band ist ungewöhnlich, weil er durch Erschöpfen nach wie vor hart gecountet wird. Und aber der Jace. Ja, Jace ist natürlich sehr merkwürdig, aber ist natürlich ein Target-Ban gegen Plates, okay. Das ist halt einfach ähnlich wie mit einem Zed. Den bannst du halt nicht, weil es ein Zed ist, sondern weil Avenue gerne Zed spielt. Generell ist es, ja. Das haben wir jetzt in den letzten Spielen jetzt nicht so extrem gesehen. Es ist halt zum Beispiel auch in der LCS etwas häufiger, dass man wirklich nicht mehr diese klassischen Bans unbedingt hat, sondern halt dann Bans gegen einzelne Ziele, gegen einzelne Spieler. Und die letzten Bans waren jetzt hier noch Tristana und Six. Und der erste Pick ist Ryze. Auch etwas ungewöhnlich und Satan hat hier den Darius-Solo-Queue. Der möchte auf jeden Fall in die Solo-Queue. Denke mal nicht, dass es zu dem Darius kommen wird. Ist natürlich ein starker Champion, keine Frage, aber eher für die Solo-Queue geeignet. Hast du ja auch schon ausführlich erklärt. Darius ist ein richtig starker Champion. Und dementsprechend relativ schwierig unterzubringen im Teamfight. Und ich bin sehr gespannt, wie auch Playing Ducks darauf antworten wird. Weil Maokai ist zum Beispiel auch noch offen, den könnte man eventuell nehmen. Jarvan ist noch offen, also man hat einiges offen gelassen. Dafür Lucian auch zum Beispiel, den könnte man sich wegschnappen. Also alles, was in der ersten Begegnung gebannt war, das ist eigentlich alles noch zur Verfügung. Richtig, also nur, wie gesagt, die Nidalee und Tristana wurden ein bisschen übernommen. Auch Syndra ist eine gute Idee, um sie von Avenue wegzuschnappen. Wie gesagt, er spielt halt gerne Assassin und Syndra neigt dazu, Leute mit einer Kombination zu vernichten. Also war das schon eine ganz gute Idee. Playing Ducks lassen sich aktuell sehr viel Zeit dabei. Das hat natürlich auch eine gewisse Message. Das heißt, hier erstmal Maokai ausgewählt und einen sehr, sehr sicheren Support. Man versucht also eher auf den AD Carry des Kontrahenten zu reagieren. Ja. Also man hat auf jeden Fall schon mal sicher hier Thresh eingeloggt. Immer ein guter Pick einfach. Ja. Und Maokai haben wir ja schon erwähnt. Maokai ist halt einfach stark. Und wenn Ryze nicht ins Game kommt, es ist immer schwierig, Ryze reinzubekommen, finde ich. Klar, er kann auch in der Mitte gespielt werden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Den haben wir auch häufiger schon mal in der Mitte gesehen. Ja. Aber auf der Toplane ist er halt wirklich, wenn es um Ganks geht, echt ein Opfer. Weil du einfach nichts machen kannst. Du hast halt nur deine Beine und den Flash. Wenn der Flash raus ist, kommt der Jungler nach 2 Minuten oder nach 1 Minute nochmal wieder vorbei. Und dann hast du nichts. Und dementsprechend ist das immer sehr schwierig, da gescheit in die Laning-Phase reinzukommen. Wobei man sagen muss, die Ultimate beschleunigt ihn auch später massiv. Ja, also es ist ja eine Beschleunigung, die nicht prozentual ist, sondern es ist ein fester Wert, der dann quasi von Runen zum Beispiel, also Move-Speed-Runen oder ähnliches, der davon halt profitiert oder generell von irgendeiner Art Beschleunigung. Was wir jetzt bemerken können ist, ESC hat sich jetzt für die Braum-Lucian-Kombination entschieden. Sehr klassisch, die beiden Passiven dieser Champions harmonieren wunderbar miteinander. Und ich bin gespannt, wie er sich macht. Ja, definitiv. Es ist einfach der einzige Grund, warum Braum nicht gespielt wurde, ist halt einfach, weil Lucian gebannt war in den letzten Begegnungen. Weil Braum, klar, er ist immer noch stark, aber das beste Potenzial hat er zusammen mit Lucian, weil er einfach durch diese Passive 2 Stacks direkt drauf macht. Ja. Und du dann sehr schnell diese Passive einfach auslösen kannst. Es war eine kurze Zeit lang Kassadin ausgewählt. Avenue hat auch wieder zu Kassadin gewechselt. Den haben wir zum Beispiel auch jetzt nicht mehr gebannt gesehen, aber auch nicht gepickt. Er ist ja auch seit dem letzten Patch ein bisschen schwächer geworden, weil man ja jetzt, immer wenn man ja seine Ulti den Kluftgang benutzt, bekommt man ja einen Stapel, dass die Mana-Kosten erhöht sind. Und dieser Stapel geht erst nach 20 Sekunden weg. Das ist einfach. Das ist teilweise Ulti-Länge bei einigen, die eine geringe Uplink-Zeit da haben. Und er kann halt nicht mehr auf die Lane damit kommen, weil also, der kann einfach nicht rumspringen. Ist ein bisschen vorsparend, wurde jetzt aber auch bewusst nicht genommen. Das bedeutet Lee Sin, nun im Jungle, einer der stabilsten Jungler nach wie vor. Im Late Game, wie gesagt, der Instinct-Move zwingend erforderlich. Und ich finde es interessant, dass Shantau sich für Jinx entschieden hat. Absoluter Late-Game-Carry, muss ich aber wunderbar positionieren, wo ihm Thresh dabei hilft, das ist klar. Aber sehr verwundbar gegenüber CC. Und eine Jinx verlässt sich stark auf Auto-Attacks, die alle Braum abbekommen wird. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Vor allen Dingen, man kann ja auch die Ulti komplett blocken mit dem Schild, weil es einfach ein Projektil ist. Und ja, es ist relativ schwierig. Ich bin jetzt gespannt, ob man wirklich den Ryze auch auf die Top-Lane schicken wird. Oder ob man sagt, man schickt ihn vielleicht sogar lieber in die Mitte.
wird. Denn man hat hier auf jeden Fall zweimal momentan schon Teleport ausgewählt. Das heißt, man wird eventuell auch einen Midlaner spielen, dem Teleport ganz gut steht. Vielleicht baitet man aber auch nur so ein bisschen. Das kann natürlich auch passieren. Ich denke, die Doppel-Teleport-Variante ist nicht schlecht. Gerade im Late-Game zündet das massiv, wenn man sich neu positionieren kann. Oder man kann halt entscheiden, wer gefeedet ist, der geht Split-Pushen. Das ist etwas sehr, sehr Vorteilhaftes, wo man einfach eine große Auswahl hat. Okay. Rengar und es ist wirklich Amumu. Es ist das Rengar bedeutet, Top. Es ist Rengar Top-Lane. Ist nicht schlecht, kann einige Leute da verprügeln. Wird sich, denke ich, gegen den Baum ganz gut behaupten können. Wobei er einen sehr einfachen Weg hat. Tankiness. Und dann ist er richtig gut dabei. Vielleicht schafft Rengar es, den Maokai dahingehend zu forcieren, dass er direkt vielleicht auf den Sonnenfeuerumhang oder ähnliches geht und er sich nicht traut, wenn es schlecht läuft, sich auf, auf den Stab der Zeitalter zu verlassen. Ich muss auch sagen, dass ich den Plan dahinter von ESC sehr gut finde. Weil man hat natürlich Ryze gewählt. Alle denken erstmal, oh, Ryze top. Pick ich erstmal was Sicheres. Und dann kommt halt so ein Rengar um die Ecke, der halt sehr squishy ist, aber viel Schaden macht. Ja. Kann natürlich auch ein bisschen tanky gehen, das ist klar. Und ich denke mal, auch wenn man Rengar direkt gezeigt hätte, hätte man was ganz anderes ausgewählt als Maokai. Und dementsprechend war das schon ein guter Plan. Avenue wird also mit der Orianna in die Mitte gehen. Wurden ja auch alle Champs irgendwie, oder alle Bands sind gegen Avenue. Syndra, Zed, Six, alles Champions, die Avenue gerne spielt. Und dementsprechend kann man schon verstehen, dass er da die Orianna ausgewählt hat. Ist noch ein super sicherer Pick, finde ich immer. Gerade mit Maokai, er springt da rein. Lee Sin eignet sich auch hervorragend, finde ich. Und dementsprechend ein super Pick. Worüber wir jetzt reden müssen, ist Amumu. Amumu, ja, das ist echt eigentlich eher so ein Champion, den man in der Solo-Queue ein bisschen öfter antrifft. Und im Team, in den Team-Ranks oder in den Ligen und Cups eigentlich eher weniger. Weil, ich sag mal, der Champion hat viel Potenzial mit der Ulti. Ja, ja, das haut. Aber das Problem ist halt, dass du auch weißt, ja, du weißt, was Amumu kann. Und wenn du dem Ganzen aus dem Weg gehst, ist das relativ schwierig, finde ich. Sie haben generell eine sehr, sehr AOE-kombinierte. Und einzelne Ziele werden halt von Rengar und Lucian abgeholt. Problem an Amumu ist, er ist super anfällig für Counter-Ganks und Saiten hat sich ganz einfach für Lee Sin entschieden. Ja. Und er könnte diesen kleinen, der könnte es einfach noch mehr zum Heulen bringen. Ja, Saiten mit Lee Sin, das, da bin ich auch mal sehr gespannt. Habe ich jetzt selber noch gar nicht gesehen auf ihm. Selten. Selten, ja. Neigt er eher so schon zu Pantheon oder Jarvan. Das sind so die Champions, die er da das öfteren Mal spielt. Oder Vi. Sind ja auch alles noch starke Champions und... Oder Darius. Oder Darius. Und Lee Sin ist ein super starker Champ, aber wir haben ja darüber gesprochen, wenn man dieses, wenn man diese Moves, die man einfach mit Lee Sin braucht, diesen Insect-Move oder Flash-Kick, das sind einfach die Moves, die man machen muss, um halt einfach noch effizienter zu sein. Der Champion ist sehr effizient, auch im Early-Game schon, ja, weil er einfach einen starken Power-Spike hat am Anfang, in den frühen Spielminuten. Das Problem ist aber, am Ende sackt er stark ab gegenüber anderen Junglern. Gerade Amumu ist wirklich einfach nur noch ein Tank nachher, macht prozentualen Schaden durch das Geheule und dementsprechend mit der Ulti auch super, kann super aggressiv gespielt werden und einfach alle Leute festhalten. Und so eine Jinx, die wird sich darüber nicht freuen. Richtig, und vor allen Dingen ist eine ganz unangenehme Synergie, die man bei Amumu häufig vergisst, und zwar seine Passive. Er haut jemanden mit seinem Kopf irgendwie nur an und er verliert massiv Magieresistenz. Ja. Und zwar 25, denke ich, auf höchster Stufe. Das ist absurd viel, weil es ein direkter Wert ist. Das bedeutet, mit ein bisschen Durchdringung ist Ryze in der Lage, je nachdem wie Shantou mit seinen Runen und so weiter vorgeht, einfach absoluten Schaden an ihn anzurichten. Und das ist bei einem Ryze, du explodierst dann, weil du kriegst ja gar nicht mit, denn die Zauberkaskade selber reduziert ja wieder absolut Magieresistenz. Du kannst also mit den beiden zusammen in den negativen Bereich kommen. Ja, und das wird dann richtig schmerzhaft. Jo. Das Problem, also was ich so ein bisschen sehe, ist halt, die Botlane ist halt sehr aggressiv von ESC. Einfach Lucian, Braum, das ist einfach, wenn du da einmal angegriffen wirst oder markiert wirst, dann hast du einfach echt ein großes Problem. Und ja, wir sind jetzt auch hier direkt im Spiel, die erste Begegnung zwischen ESC, Icy Box und den Playing Ducks. Da sehen wir auf jeden Fall das zweite Gruppenspiel hier, das zweite Halbfinale. Und bin sehr gespannt. Die erste Begegnung ging über drei Spiele, wirklich extrem lang und extrem spannend. Und bin sehr gespannt, wie die Begegnung hier ausfallen wird. Wir sehen auch, dass man sich hier so ein bisschen im Fluss versammelt. Ja, ihr könnt schon merken, dass man wieder diese Invasion in den gegnerischen Jungle plant. Hat ja gut funktioniert für Alternate. Also da hat man aber Rengar auf jeden Fall gut gehört. Ja, er hat da schon so ein bisschen Schrecken verbreitet. Richtig, zum Glück hört man das nicht. Ich habe hier früher diesen alten Amumu-Skin, dieser Roboter-Amumu, der über die ganze Map lachen konnte. Das war schon sehr, sehr irritierend. Saiten ist ein bisschen verlangsamt. Oh, man will sogar auf ihn drauf, kriegt aber nicht die Betäubung. Und der letzte Schuss saß da nicht. Also hier ein fairer Abtausch. Zwei Flashes provoziert für einen.
Hat sich schon gelohnt, gerade weil Brücki natürlich jetzt am Anfang verwundbar ist. Und No Way For You auf jeden Fall. In der Mitte zu sein, ohne Flash gegen Lee Sin, ist eine Katastrophe. Ist eine Katastrophe. Man muss aber auch dazu sagen, dass Chantau auch seine Fallen geskillt hat mit Level 1. Das ist auch schon so ein bisschen ein Problem, weil man kann am Anfang mit dem Raketenwerfer ja auch gut farmen. Und das hat er ist jetzt nicht gegeben. Wow, sie stehen natürlich da auf einer Ward. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, sie werden jetzt auf jeden Fall kollabiert werden. Jetzt haben wir schon mit dem Flay gut angefangen. Brücki wird nochmal festgehalten, befürmelt die Wandkarte, aber der Rest ist ebenfalls dabei. Chantau wird jetzt betäubt werden. Geht auch drauf, hört was für Rengar. Kann sogar nochmal rausrechnen und Braum ist so nützlich, greift jeden Eimer an, hatte die Betäubung ohne NSA. Würde sie eventuell ebenfalls noch drauf gehen gegen Brücki. Auf der Seite kein Flash mehr zur Verfügung. 3 Kills innerhalb der ersten 2 Minuten. Oh. Man darf nicht gegen Braum können. Nee, das ist einfach Braum. Er braucht wirklich nur einmal markieren und die anderen Ziele machen halt einfach die Stapel auf den Gegnern, lösen diese ganzen aus und ja, selbst beim Red Buff hier sieht man ja sehr effizient und es kommt wohl auch zu einem Lane-Swap. Das heißt, Brücki und Chris gehen auf die Top-Lane, haben sich hier auch dementsprechend schon ein bisschen Gold gesichert. Wir sehen ja schon der Goldvorteil, 1300 Gold, bei 3 Kills ist das schon ordentlich. Ja. Da hat auch jeder gut mitgearbeitet und ja, lediglich Rengar war da so ein bisschen wenig beteiligt, nur 1 Kill und gar keine Assist bekommen. Aber das ist auch vollkommen. Er musste auch schnell raus. Er musste sehr schnell raus, das stimmt, ja. Und der Chantau hat auch gar nicht mehr geflasht, also hat noch seinen Flash noch aufgehoben. Das Ding ist jetzt, oder die größte Problematik, die ein bisschen irritierend auf der Seite von ESC ist, sie haben den Lane-Swap bewusst gemacht, um wahrscheinlich auch Yoshi so ein bisschen zu schwächen. Er ist ja auch mehr oder weniger der Neue, in Anführungszeichen, der erstmal bei den Playing Ducks sich einspielen musste. Und die Problematik ist, man lässt Chantau allein, eine Jinx in Ruhe farmen zu lassen, obwohl man sich so eine Führung schon ausgebaut hat mit einem Kill und einem Assist für Brücki, finde ich gewagt. Finde ich auch gewagt, ist sehr schwierig immer. Man muss auch dazu sagen, dass einfach das Early Game von einem Lucian sehr stark ist. Ja. Und eigentlich möchte man gerade gegen solche Champions, die im Early schwach sind, dann auch kämpfen. Und bei Jinx ist es einfach der Fall, dass sie um einiges schwächer ist im Early Game als Lucian, gerade in der Kombination mit Braum. Und dementsprechend wundert es mich auch ein wenig, dass man hier doch die relativ sichere Variante gewählt hat. Klar, man kann Maokai, also Yoshi, die hier gut abhalten, aber auch Chantau wird da ordentlich zu Farm kommen. Zumal ja auch beide eine unterschiedliche Rolle erfüllen. Playend ist okay, braucht super viel Gold, denn er wird ja, denke ich, mehr so in die Assassin-Richtung gehen. Amumu ist Tank genug. Und Yoshi selber braucht ja nur Tank-Gegenstände, die sind sehr billig. Ja, das muss man dazu sagen. Vor allem Rüstungsgegenstände, die sind generell immer sehr günstig. Und ja, er kann relativ gut noch farmen, hat ja auch 8 Vasallen schon erledigt. Dafür, dass er da oben gegen eine sehr starke Kombination von auf Level 2 spielt, kann er da gut farmen auf der Top-Lane. Und Botlane hat E-Mail-Support hier nochmal so ein bisschen ausgeholfen. Chantau wurde da auch komplett alleine gelassen inzwischen. Finde ich auch genau richtig. Rengar kann eigentlich auch am Anfang nicht viel machen. Oh, klar, er kann natürlich immer mal wieder von den Büschen rausspringen, aber man sieht ja, Chantau kann hier mit seinem Raketenwerfer gut arbeiten. Sazed auf der Top-Lane auch inzwischen schon Level 2 erreicht und kann hier eventuell vielleicht sogar den einen oder anderen Haken mal ranbringen. Ja, ich glaube, den direkten Kampf wird man nicht wagen. Da fehlt einfach der nötige Schaden. Brücki ist da einfach überlegen. Er war zwar noch nicht in der Base einkaufen und hier merkt man es einmal kurz markiert. Hat jetzt nicht ganz funktioniert, die Betäubung durchzukriegen. Der Haken sitzt aber. Sazed ist auf jeden Fall gut dabei. Chris kann aber mit dem Stand-Behind nochmal wegspringen. Das ist auch so ein großer Vorteil, den einfacher Braum als Supporter mitbringt. Er kann sich als einer der wenigen defensiv bewegen. Ja, man sieht auch, Satan ist sehr weit draußen rumgelaufen. Eventuell kann man hier mal einen Kill forcieren. Wir sehen auch, dass Brücki hier zurückgeschleudert wird. Satan ist dann natürlich am Start. Verlangsamt hier Brücki auch nochmal. Erster Kill hier für die Playing Ducks und Chris kommt auch nicht weg. Super schön gemacht von Sazed. Hat ihn hier sofort an den Haken genommen. Extrem gut gemacht. Super wichtig vor allem, dass man jetzt mit den Kills nochmal nachgezogen ist. Wie gesagt, am Anfang bringen diese ja nicht so viel Gold. Hier hat es auf jeden Fall gut, gut funktioniert. Zwar sind die beiden Kills auf Seite hingegangen. Das ist okay, weil Lee Sin natürlich dadurch sein Mitgame noch weiter verstärkt. Problematik ist aber, dass die Lanes natürlich trotzdem gut gebrauchen können. Ja, und vor allem Lee Sin, sobald er das Jungle-Item hat, sind wir ganz ehrlich, ist er super stark. Ja. Er hat sich auch sogar mit einigen Wards hier ausgestattet, also setzt da so ein bisschen mehr auf sich und kann dann auch seinen Wardjump sehr gut vollführen. Ist überhaupt kein Problem. Sidestone ja generell auch ein Item, was man sich früher oder später immer holen sollte auf einem Lee Sin, damit man einfach immer die Möglichkeit gegeben hat, hier die Wards zu platzieren, um halt den sogenannten Insect-Move hier zu machen. Chantau muss sich jetzt unten gegen 2 behaupten. Chris
Ah, sehr gut ausgewichen hier von Chantau. Wenn man da, markiert wird, dann ist es, kommt es sehr schnell dazu, dass Brücke hier einfach mal rein. Der Zelten wieder auf dem Weg. Schade, dass der Q da so ein bisschen daneben ging. Wird hier nochmal verlangsamt. Chris muss hier sein Schild zünden. Ah, die fallen. Man hat es gut gesehen. Die sind so abgeprallt am Schild. Ja. Die zählen auch als Projektil. Fliegen also da vom Schild weg. Super gut gemacht. Aber zum Glück verschwinden die nicht. Ne? Ja. Es gibt ja einige riesige Geschosse oder riesige Formationen wie die Nami-Welle, die verpufft einfach da drin. Er wird zwar noch hochgeworfen und verlangsamt, also die CC bekommt man in dem Sinne trotzdem ab. Aber war in dem Moment natürlich sehr unangenehm. Trotzdem versucht natürlich Satan jetzt möglichst viel Präsenz zu zeigen. Er hat sich einen Vorteil erarbeitet und muss natürlich schauen, dass er den massivst ausbaut, weil E-Mail-Support selber mit Amumu schwache Ganks hat vor Level 6. Er kann jemanden betäuben, an ihn rankommen, vielleicht noch den Red Buff Stack verteilen, wird aber niemals an den Schaden von Lee Sin rankommen. Aber wieder sehr früh das Schild gezündet. Das hat eine hohe Abklingzeit, muss man dazu sagen. Knapp 20 Sekunden. Und da kann man den Lucian nicht mehr ganz so gut beschützen. Wir sehen auch, dass Yoshi und Plant It's Okay hier sich ein bisschen bekämpfen. Also da hat man jetzt die klassische Laning-Phase übernommen. Also der Lane-Swap war wirklich nur für den Anfang gedacht. In der Mitte, beide machen da wirklich einen guten Job, haben da ein ordentliches Farmfest. Und bei Ryze ist es ja wirklich so, er braucht am Anfang diese zwei Items, den Katalysator und die Träne. Ja. Wenn man die beiden Items hat, ist man erstens A, ein bisschen tanky, weil man mehr Leben hat. Und gleichzeitig durch Mana macht man einfach mehr Schaden. Und die Träne, das ist quasi so ein Item, was dir konstanten Schadensupgrade gibt. Richtig, man muss einfach nur in dem Sinne natürlich geduldig sein. Zayce wird jetzt definitiv betäubt werden. Das hat diese fiese Kombination, die definitiv zu einem Kill führt. Der Hook ist aber nochmal Durchgang. Brügge ein bisschen ungünstig positioniert. Chantau wird jetzt ebenfalls noch eine Betäubung erfahren. Der Schaden nicht schlecht. Oh, das war... Ja, der Vasall wurde auf jeden Fall... Der war tot. Der wurde eingewickelt. Ja. Und ja, E-Mail-Support Level 6 erreicht. Sehr schnell, muss man sagen. Schneller als Satan. Also er kann sich da auf jeden Fall mit seiner Ulti ausstatten. Haben sie auch gut gemacht. Da hat man einfach gesehen, wieso Braum Lucian so stark ist. Man kann relativ schnell diese Kombination aus der Markierung und der Betäubung landen. Und das Schlimme ist ja, dass du nicht nur betäubt wirst, sondern es macht auch noch Bonusschaden. Ja, und Braum macht selber dann auch noch Bonusschaden an dir mit jedem Angriff, wenn die Betäubung ausgelöst wurde. Und das ist einfach übelst anstrengend für jeden auf der Botlane. Vor allen Dingen, wenn jetzt E-Mail-Support Flash gehabt hätte, hätte über die Vasallen kommen können oder direkt einfach nur näher ran und die Ultimate hätte Chantau definitiv getötet. Ja. Also der hätte ja keine Chance gehabt, da irgendwie noch diese zwei Sekunden, die das Ding ein Jahr festhält, überstehen. Plain Ducks sagen sie aber, komm, lass uns den Drachen machen. Der Gegner bemerkt es natürlich nur indirekt. Also sie wissen halt, dass man drumherum rotiert. Ist auch nicht schlecht. Aber E-Mail-Support zu weit weg, kann da nichts machen. Ist auch schwierig gegen einen Lee Sin das Duell zu gewinnen. Ja, ist ja generell, Amumu ist ja generell ein Champion, der auch echt anfällig ist für Counter-Jungling zum Beispiel, weil er halt am Anfang sehr schwach ist. Und dementsprechend waren diese paar Kills, die man da am Anfang bekommen hat, schon echt ein guter Vorteil einfach, auch für Amumu. Er ist sehr schnell an Gold gekommen, sehr schnell auch an Experience und dementsprechend kam er besser ins Spiel rein. Muss aber dazu sagen, dass Playing Ducks das super gemacht haben. Sie haben sich von den Kills ja vielleicht keinen mehr sichern können, aber der Drache gibt halt auch Gold. Und man unterstützt damit gleichzeitig alle Lanes. Das ist halt der große Vorteil davon. Genau, und alle sind halt identisch. Der Einzige, der ein kleines bisschen anders positioniert ist, ist Saitain. Der hat weniger Farm, halb so wenig sogar. Aber durch die Kills hat er sogar mehr Gold. Trotzdem natürlich durch das Globale, was ebenfalls dazu gerechnet werden muss. Klappt also aktuell ganz gut. Die Lanes versuchen sich so gut wie es geht hoch zu farmen. Und hier muss man eines feststellen. Wenn Chantau sich wohlfühlt, mehr Farm oder den gleichen Farm hat wie Brücki, hat er die Lane gewonnen? Ja, hat er auf jeden Fall gewonnen. Und man darf halt auch nicht außer Acht lassen, dass einfach auch Yoshi, wir haben es heute schon mal gesehen, Maokai ist ein echter Biest, wenn der in die Teamfights reingeht. Der kann wirklich einfach nur reinspringen in die Gegner. Wenn du dann noch einen Fresh hast, Satan wird hier natürlich von der Ward gesehen, aber super gemacht hier von Satan, dass er da die Ward auch dementsprechend zerstört hat. Jetzt kann man den Gegner, na gut, er legt einfach eine zweite. Hätte man den Gegner eventuell so ein bisschen baiten können, aber Satan hat das so ein bisschen geahnt und hat sich einfach direkt in seinen Jungle verzogen. Hat auch inzwischen sein Jungle-Item am Start, also macht dementsprechend ein bisschen absoluten Schaden, wenn er normalen Schaden am Gegner anrichtet. Das und Ding ist, dass E-Mail Support seine Schuhe eher ausgebaut hat. Also er geht nicht in die Richtung wie Lee Sin, also versucht es nicht konsequenter zu sein und entsprechend Tankiness durch den Ancient Golem zu haben, sondern sagt sich, ach komm, gib mir die Schuhe, nämlich mobiler und durch die Nina-Tabis hält man auch einiges aus. Ja, man muss aber dazu sagen, dass man mit Amumu auch einfach, du hast es ja erwähnt, man ist einfach mobiler und das ist einfach der große Vorteil. Man möchte schnell am Gegner ran sein oder man möchte schnell in die Reichweite kommen, um einfach den Bandagenwurf da an den Mann zu bringen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich die Playing Ducks jetzt davon so ein bisschen baiten lassen. Gerade Chantau sollte sich da auf jeden Fall ein bisschen zurückhalten. Auch weil Chris seine Ulti zur Verfügung hat, kann eventuell Chantau da hochschleudern. Er hat noch seinen Flash zur Verfügung, aber
Hätte man den Hook gelandet, hätte man eventuell hier so einen kleinen Bait erzwungen. Oh, jetzt wird es sehr, sehr schwierig für Satan. Er hat sich da in eine ungünstige Position am Drachen gebracht, wollte da über die Wand hinkommen. Ich denke, sein Tor, nicht schlecht gemacht. Sehr schön. Die Ultimate noch provoziert. Starke Kommunikation hier bei dem Team. Vor allen Dingen gutes Placement von der Laterne. Ja, einfach super gemacht. Am Rand hat ausgereicht und naja. Ja, vor allen Dingen, ich bin mir gar nicht sicher, ob man Lee Sin, soweit ich weiß, kann man ihn noch aufhalten, wenn er im Flug ist. Aber nicht von dieser CC. Nicht von dieser CC, okay, das ist natürlich ärgerlich. Brücki, Avenue macht hier schon sehr viel Schaden an No Way For You. Hat hier auch wirklich schon ein bisschen mehr Farm gesammelt als Ryze. Also hat inzwischen schon seinen unheiligen Gral am Start. E-Mail Support hat natürlich keine Ulti mehr zur Verfügung. Das weiß natürlich auch Avenue und das heißt natürlich, dass er nicht allzu viele Probleme bekommen sollte, da er sowieso auch noch seinen Flash zur Verfügung hat. Und wir sehen auch, dass Orianna ein bisschen anders gespielt wird, nämlich mit Entzünden. Das ist eigentlich... Eigentlich haben wir es immer gesehen, dass Orianna viel mit Heal gespielt wird. Ja, das Ding ist, Ryze ist keiner, der massiven Initialschaden anrichtet. Später ja, okay, gegen super weiche Ziele, aber am Anfang versucht er natürlich möglichst viel sein Gesicht direkt auf die Tastatur zu drücken und dann natürlich nach links und rechts zu schwenken. Und das dauert eine gewisse Zeit, ehe da der Schaden durchkommt. Und Avenue halt sehr mutig, er versucht halt wirklich Ryze so schnell zu töten, dass ihn auch seine Ultimate nicht hilft. Weil sie gibt ja ordentlich Zauberbampier und wenn er sich nicht gegen einen kann, dann ist GG. Ja, wir sehen auch schon, dass auf der Toplane Play and It's Okay sich wirklich viel Durchdringung holen möchte. Er hat sich mit dem Brutalisierer ausgeschaltet und es sieht auch sehr danach aus, ob er eventuell auf letzten Atemzug oder vielleicht auch aufs Tiamat geht, um halt noch ein bisschen mehr Flächenschaden ranzubringen. Der Wave-Clear ist dann auch höher natürlich und wird dann auch echt bedrohlich. Also wenn er unsichtbar ist, sollte man sich da gerade auf Seiten von Shantao echt in Acht nehmen, weil der Schaden einfach extrem hoch ist, den Rengar hier verursacht. Wir sehen auch, dass Shantao schon das ein oder andere Item im Gepäck hat. Wird sich jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bald mal zurückziehen. Hat 1700 Gold im Gepäck, also kann sich da dementsprechend auch schon mit dem ein oder anderen Item ausstatten. Ja, leider nicht die Richtung klingende Unendlichkeit gehen. Da ist das Gold noch ein bisschen zu wenig. Auch bezogen auf die Toplane finde ich es interessant. Yoshi hat so gut durchgehalten, dass er den Weg über das Zeitalter gehen konnte. Zwar Doppelring-Variante ist okay, haben wir schon in den letzten Spielen gesehen, dass es eine gewisse Effektivität hat. Und Plain It's Okay muss halt schauen, dass er, wie du es bereits erwähnt hast, später seine Rolle erfüllt. Er muss Shantao fressen. Das muss möglichst schleunig gehen. Oder er versucht das über die Midgame-Ganks, indem er versucht, in irgendeiner Form den Avenue zu bedrohen. Ja. Und wir sehen auch einfach, das Problem an Ryze ist einfach, wenn er beide Items hat, die Träne und den Stab der Zeit hat, er wird mit jeder Minute einfach extrem stärker, weil er immer wieder Leben, Fähigkeitscheck und Mana bekommt. Und das ist einfach bei Ryze so extrem schlimm. Wenn er die beiden Items hat, kann er eigentlich auch komplett schon auf Tank gehen, weil mit Ryze braucht man wirklich nicht mal diese wirklich starken Fähigkeitscheck bringenden Items, wie zum Beispiel in Rabadons unbedingt, sondern du kannst wirklich danach auch eventuell auf einen leeren Stab gehen, du kannst auf ein gefrorenes Herz gehen, was ja auch wirklich gegen die meisten von den Playing Ducks wirklich hilft, gerade gegen Lee Sin und Shantao, die werden sich da auf jeden Fall drüber ärgern. Richtig, Shantao denke ich am meisten, da die Angriffsgeschwindigkeit zu reduzieren, ist schon enorm. Der Raketenwerfer macht das schon von alleine, man muss halt irgendwie die Reichweite ausgleichen, selbstverständlich, aber wird auf jeden Fall unschön werden, gerade die Abklingzeitreduzierung, die er zwar durch die Fähigkeit schon ein bisschen bekommt, aber 40% davon träumt jeder Ryze. Ja, wir sehen auch schon, dass Plain It's Okay immer am Turm farmen muss, aber er hat da gar keine Probleme, hat er dementsprechend natürlich auch schon genug Angriffsschaden mit im Gepäck und ich denke, es wird auf die Teamfights wirklich darauf ankommen, dass man hier die Ultis kombiniert und gerade einfach die Ulti von Amumu wird eine wichtige Rolle spielen. Wenn man die daneben sammelt oder wenn man da einfach keine gute Möglichkeit findet, viele Ziele da reinzubekommen, dann wird es sehr schwierig für ihr CIC-Box. Wir müssen viele treffen. Aber im Prinzip ist Avenue genau in der gleichen Position, dass er dahingehend unter Druck gesetzt wird. Was mir halt sehr gefällt, ist, dass E-Mail-Support sich sagt, okay, weil die Gangs so ein Ultimate, die sind sehr schwach, lass mich farmen. Und hat ja einfach wirklich immer noch doppelt so viel wie Satan. Also das ist schon ein bedrohlicher Wert. Jetzt versucht man sich darum zu kümmern, den Drachen einerseits natürlich ordentlich zu warden, ihn jetzt hier rauszuziehen. Man ist aktuell zu viert. Yoshi hat noch seinen Teleport zur Verfügung, kann sich sogar zu der Laterne teleportieren. Das geht. Ja, man zieht sich aber erstmal noch mal ein bisschen zurück. Man weiß natürlich auf der Toplane, dass Play and It's Okay da fehlt. Und dementsprechend zieht man sich erstmal zurück. Er ist natürlich ärgerlich. Jetzt hat man zwei Pink Wards hier für Lau verloren. Teleport von Yoshi kommt hier rein. Selten kann auch den Resonanzschlag schon treffen.
Hier muss man vorsichtig sein. Hoch wurde jetzt auf Chris gelandet, versucht er mitten hier reinzugehen. Guter Schaden, ja, aber das muss wohl sehr, sehr gefährlich werden. Yoshi wurde ja kurz betäubt, wurde auch erledigt, wird er zurück in keiner schönen Position. Gerade bei Autotex landen ohne Ende. Jetzt hat Shantau seinen ersten Reset, muss natürlich vorsichtig bleiben. Das war sehr mutig hier von Zane, konnte aber nochmal geheilt werden. Jetzt eventuell die Stunde von Shantau gekommen. Man versucht ja Noble for You zu kriegen, reicht aber nicht. AD-Carry für den Baum getauscht. Man kann sich ja noch um den Drachen kümmern, das ist aber sehr gefährlich. Ja, sehr gefährlich. No Way for You und Chris sind da auf dem Weg. Der Haken ging leider so ein bisschen daneben. Eventuell kann man sich den Drachen holen. Zane holt sich hier den Drachen. Chris wird hier so ein bisschen verlangsamt. Das Projektil kann man natürlich aufhalten, aber die Verlangsamung kommt durch. Aber da ist Zane auch ausgewichen. Sehr schön gemacht hier vor den Playing Ducks. Haben sich den Turm, haben sich den Drachen gesichert und dann sogar noch den ein oder anderen Kill mitgenommen. Super schön gemacht. Vor allen Dingen ein bisschen ärgerlich, dass Saitan wieder den Kill hatte jetzt gegen Ezra. Der letzte Autotake des Grounds hat er definitiv gesessen. Ist auch in Ordnung, weil das Team halt insgesamt gut gearbeitet hat. Man konnte auch bemerken, wenn E-Mail Support die Ultimate reindonnert, das tut schon weh, aber die Ziele haben noch lange überlebt. Und dass Brüggi offensiv nach vorne gegangen ist, sicherlich kann er seinen Dash wieder schneller kriegen, das ist klar durch den Doppelschuss, aber es war super naiv. Shantau stand viel besser. Ja, vor allen Dingen, er ist auch, nachdem er den Kill bekommen hat, hat er gesehen, alle Ziele sind low, aber er ist trotzdem, obwohl er seine Passive Get Excited bekommen hat, mit dem er ja beschleunigt wird, nicht so gierig geworden, dass er da reinspringt. Avenue macht hier wirklich einfach nur No Way for You platt, ohne Probleme. Er musste einfach, ohne Entzünden sogar, hat er ihn einfach platt gemacht. Ja, wirklich super schön gemacht. Vor allen Dingen, setzt sich auch vom Farm her ein bisschen ab. Bevor Rengar kam. Das ist das Ding. Das ist halt das Wichtige. Also wenn Rengar dabei gewesen wäre, hat zwar keine Ulti gehabt, aber dann wäre es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger geworden. Und so langsam kommt auch Shantau super rein vom Farm her. Liegt er wirklich fast gleich auf hier mit Brücki und sein Late Game ist wirklich sehr brachial. Also wenn man eine Jinx ins Late Game bekommt, der Schaden ist wirklich schon richtig extrem. Richtig. Also man muss ja dazu sagen, Lucian fühlt sich auch im Late Game relativ wohl, ist aber halt kein Hyper Carry. Dazu fehlt ihm die Reichweite, dazu fehlen ihm die nötigen Steroids. Das bedeutet, er kann seine eigenen Stats nicht direkt verbessern. Er hat seinen Doppelschuss, das ist nicht schlecht, aber Shantau kriegt später auf Level 18, beziehungsweise wenn er seine Gatling hier maximiert, 130% Angriffsgeschwindigkeit dazu. Das ist super viel. Haken ein bisschen daneben. Man versucht sogar den Re-Engage. Zane kriegt ja unnötig Schaden. Wird da erledigt werden von Brügge, E-Mail Support. Da haben die Bandagen nur eine Leiche eingewickelt. Ja, das war auf jeden Fall schade für E-Mail Support, dass er da keine Unterstützung mehr generiert hat. Wir sehen auch, dass man sich hier so ein bisschen auf den mittleren Turm fokussiert. Ah, die Ulti von Avenue kommt hier sehr sicher raus, um einfach die Vasallen wegzureißen und auch dementsprechend den Push hier so ein bisschen zu verhindern. Ah, kann man den Kampf um den Geist gewinnen? Ja, na gut, der Geist hat natürlich jetzt einen etwas geringeren Stellenwert, da irgendwie weiter nach vorne zu gehen. Wäre naiv gerade, wenn ihr E-Mail-Support mit der Ultimate dabei ist. Das war so das Problem von der Momo, die Abklingzeit absurd hoch. Ja. Versucht das natürlich hier mit dem Ancient Golem so ein bisschen gegenzuarbeiten und hat doch vor allen Dingen als Amumu selber die Sidestone-Variante gewählt. Machen fast alle zurzeit. Ja. Also wirklich viele. Ja, das ist auch sehr gut, weil man kann sehr tief in den gegnerischen Jungle auch Wards platzieren und somit die Karte ein bisschen offener machen für das eigene Team, weil man weiß, ah, wo läuft denn da einer lang? Den kann ich mir mit einem Bandagenwurf schnappen und dann eventuell auch meine Ulti direkt hinterherjagen. Der Schaden von Amumu ist ja auch nicht gerade wenig. Das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend, man sieht auch, dass Shantau da schon sowas geahnt hat. Er hat sich erstmal so ein bisschen zurückgezogen, ist jetzt wieder auf der Lane angekommen. Und ja, also man sieht schon, Avenue, man weiß schon, warum man gegen diesen Spieler hier wirklich drei Champions weggebannt hat. Er steht hier super sicher in der Lane, hat den meisten Farm im Spiel, hat einen Kill sich schon abgeholt, alleine einfach No Way for You hier zerstört. Und ich denke auch, dass deine Schockwellen wirklich im späteren Spielverlauf hier echt eine Rolle spielen werden. Oh, das war ein bisschen unkoordiniert. Das war ein bisschen zu früh, aber ist gar nicht so tragisch. Das Ding wird doch später sein. Es gibt, wir haben ja vorhin die Kombination mit einem Kha'Zix und einer Orianna gesehen. Richtig billig wird es mit einem Maokai und Orianna. Ja. Weil er trifft ja sein Ziel zu 100%. Gerade dann, wenn man noch versucht, irgendwie wegzukommen, einfach nur Distanz zu gewinnen und der Ball trotzdem auf einem bleibt, dann hat man die Schockwelle direkt im Team. Nun ist halt die Frage, wie viel möchte man investieren? Es ist nicht schlecht, wenn man Brookie tötet, aber No Way For You nimmt mit Ryze eine spezielle Rolle ein, denn er wird tanky. Ja, er wird tanky, aber das hat man ja auch auf Seiten von Playing Ducks. Man hat ja Yoshi auf der Top-Lane und Playing It's Okay wird natürlich nicht so tanky werden. Es wird sehr darauf ankommen, auch inwieweit Rengar wirklich in die Backline kommt und da Shantau unter Druck setzen kann. Ja. Wenn er ihn natürlich da sofort zerreißen kann, dann fehlt einfach der Carry, dann fehlt der Schaden und dann kann man da den Teamfight auch, denke ich mal, locker gewinnen. Aber
Das weiß natürlich auch das Team von den Playing Ducks. Und es gab ja auch eine Änderung mit der Rengar-Ulti. Man sieht halt relativ früh, relativ zeitig jetzt auf hoher Reichweite schon, wenn Rengar unsichtbar in der Nähe ist und kann sich dann halt auch sofort zurückbegeben. Und das Schlimme ist einfach, dass du Rengar jetzt schon bemerkst, bevor er überhaupt springen kann. Und das ist halt echt extrem schwer, da noch einen Gank an den Mann zu bringen. Ja, er versucht das trotzdem, hat auf jeden Fall den Sprung geschafft. Viel CC, aber die Bandagen haben nicht gesetzt. Schockwelle kam aber ganz kurz raus, reicht aber insgesamt nicht. Auch hier Zayst wird sich gegen Brügge wieder verabschieden. Diese beiden Kombinations-Champions passen gut zusammen. Schön gemacht, der von Chantau konnte hier nochmal den Winterbiss entkommen. Wäre eine Katastrophe gewesen, da getroffen worden zu sein. Aber es hat funktioniert. Bane okay, war schnell genug. Ja, da waren sie wirklich konsequent. Flash benutzt, um einfach Avenue auch mal zu töten. Er hat zwar geflasht, aber ja, das ist halt der Nachteil, wenn man mit dem Entzünden spielt, dann hat man keine defensiven Beschwörerzauber noch zur Verfügung, abgesehen vom Flash. Hat man also sich hier sichere Kills geholt, aber von den Kills ja wirklich noch sehr bescheiden. 8:5 kann man auf jeden Fall noch nicht irgendwie einen Vorteil von einem Team rauslesen. Wir sehen ja auch die Goldvorteile wirklich nur sehr gering. Ein paar hundert Gold hat man hier einen Vorteil erarbeitet und man hat aber gemerkt, dass im 1 gegen 1 Chantau momentan noch den kürzeren zieht gegen Brücki. Ja. Weil einfach dieses, immer wieder dieser Doppelschuss, der kann ja auch critten. Und mit Klinge und Ähnlichkeit ist das einfach so schmerzhaft. Da kannst du einfach nichts machen als Jinx. Vor allem, weil er jetzt gegen das Static noch kämpfen muss. Also er ist da dahingehend noch im Nachteil. Drache, attraktives Ziel. Man sieht schon, Teleport-Einsatz sofort gebraucht. Man will halt möglichst schnell in der Midlane sein, beziehungsweise in der Nähe des Drachen selbst. Hier kommt es darauf an, wie man sich jetzt nun behauptet. Playing Ducks haben im letzten Fight wirklich alles richtig gemacht. Nur wenige, nur die kräftigen Charaktere haben sich von der Ultimate von der Mumu treffen lassen. Sollte aber irgendwann mal Avenue oder Chantau dazugehören, dann verliert man sehr, sehr schnell. Vor allen Dingen hat man jetzt auf Avenue und Chantau keinen Flash zur Verfügung. Und das ist halt sehr schwierig. Und zumal auch E-Mail-Support noch Flash hat. Er kann also eventuell einfach reinflashen, nachdem er einen Bandagenwurf an irgendeinem nahen Ziel getroffen hat. Und dann seine Ulti platzieren und das macht es um einiges einfacher. Wir sehen auch, dass Satan da so ein bisschen rumrotiert. Möchte natürlich versuchen, hier eventuell den einen oder anderen da rauszuholen. No Way For You pusht einfach fleißig währenddessen die Mitte. E-Mail Support wurde hier so ein bisschen aufgedeckt. Bin mir nicht sicher, ob man da eventuell vielleicht sogar jetzt einfach mal einen Kampf wagen sollte. Man weiß ja auch nicht, dass Play and It's Okay nicht da ist. Ja, erstens das. Zweitens ist noch eine große Problematik. ESC ist in dem Sinne ein Vorteil, dass sie da sie eine bestimmte Rotation wagen können. Wenn sie bemerken, dass die Playing Ducks den Drachen machen, rotieren sie einfach zum ersten Turm und erledigen diesen und kriegen natürlich ebenfalls viel globales Gold plus natürlich die Präsenz am Turm. Scheinen sie aber aktuell nicht zu wagen. Es sieht so aus, als wenn man den Drachen so ein bisschen anfängt. Der kriegt ja auch schon ein gutes Stück Schaden. Aber Laterne jetzt schon draußen, das ist gefährlich, hat eine hohe Abklingzeit, wird bitters benötigt für Chantau. Der ist natürlich auf der anderen Seite der Klippe wohlfühlt hier, aber im Jungle ist sehr, sehr eng. Man sieht ja schon, dass jetzt hier die Schockwelle durchkommt. Auch ganz gut Schaden gegen die Leute hier. Braucht kann sich da noch ein Stück weit behaupten. Der Schild auf der anderen Seite trotzdem tanky genug. Hier kommt noch Yoshi dazu, will sich da den Supporter schnappen, schafft es aber nicht. Diese Passive einfach extrem nützlich. 3-4 Kills nun insgesamt 3 alleine schon auf Brücki. Steht hier 8-2-2. Er wird hier alle Leute vernichten. Ja, schöne Schockwelle eigentlich von Avenue, hat da viele Leute getroffen, aber der Schaden hat im Endeffekt nicht ausgereicht. Yoshi ist da nochmal ein bisschen gierig reingegangen, hat versucht da den einen oder anderen Kill noch zu bekommen, aber hat leider nicht ganz gereicht. Chris hat auch noch sein Support-Item zur Verfügung gehabt, hat sich da noch geschildert. Chantau konnte auch leider nicht wirklich viel machen. Er stand sehr sicher, aber er kann halt auch wirklich nicht reinspringen in die Gegner. Er kann halt wirklich nur versuchen, aus hoher Reichweite da die Ziele wegzuholen. Und da ist halt Braum ideal. Er hält einfach mit seinem Schild da den kompletten Schaden ab. Richtig. Der Schild war natürlich jetzt überragend platziert, ne? Aber hat im Prinzip trotzdem ganz gut funktioniert, weil er einfach nur sehr, sehr tanky ist. Hat mittlerweile hier 4 Magieresistenz dabei. Normalerweise sieht man das erst im späteren Spielverlauf gegen diese Team-Composition, aber auf jeden Fall sinnvoll der Baum. Und natürlich auch Avenue selber mit Orianna bringt da guten Schaden mit. Sieht nicht überragend aus für PD. Müssen natürlich schauen, dass sie jetzt ein bisschen mehr Acker. Ja, man muss dazu sagen, 4000 Gold ist wirklich noch human. Von den Kills her sieht es halt sehr bitter aus, weil man einfach einen Lucian mit 8-2 dabei hat und man fühlt sich auch sehr wohl in den Kämpfen. Das ist halt auch immer wichtig. Der Blue Buff ging leider an jemand anderem. Das ist natürlich ärgerlich. Brücki hat sich hier den Blue Buff geschnappt und ja, da wird sich Avenue auf jeden Fall ärgern. Bin jetzt sehr gespannt, wie man jetzt hier auf Seiten von ESC rotieren wird. Die Speerlinse hätte man eventuell ein bisschen weiter unten platzieren können. Ja, ist nicht groß genug. Das hat man aber ganz gut gemacht von den Ducks. Haben da südlich genug das Ding da hingelegt.
Zane ist okay, jetzt mit der Ultimate dabei. Sehr gut von Zane, ist sofort weggegangen mit dem Warjump, hat also gesehen, dass Rengar da in der Nähe ist. Und das Problem ist ja an Rengar, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass du direkt Triple Q machst, sondern du hältst den Gegner fest. Ja. Und dann kann er sich erstmal nicht bewegen, deine Teammates können aufschließen. Du kannst danach, du generierst ja jetzt nach der Ulti nochmal Wildheit und kannst dementsprechend dann eventuell nochmal den einen oder anderen Q an dem Gegner landen. Ja, die wichtigste Eröffnung ist halt wirklich mit der Cola. Ja. Kann man ja mehr oder weniger in der Luft machen, um einfach die Trefferquote massiv zu erhöhen. Aber wie gesagt, das Ausrufezeichen kommt halt bei einer Reichweite von 1250. Das ist mehr Reichweite als die Leona-Ulti. Und da kriegt wirklich auch der Letzte mit, was da abgeht. Man braucht aber trotzdem eine gewisse Mobilität, weil Planeswalker Gate geht halt super offensiv. Er hat sich sehr früh für die Geisterklinge entschieden, will also schneller am Ziel sein. Und der Tiamat führt dazu Bonusschaden. Ja, und wir sehen auch, dass Shantao da schon durchaus das ein oder andere Item am Start hat, liegt natürlich noch ein bisschen zurück im Gegensatz zu Brück, die hat einfach viele Kills bekommen, liegt vom Farm her gleich auf, also Shantao macht da wirklich einen guten Job, hat er, obwohl er einfach Probleme bekommen hat am Anfang und obwohl jetzt auch sehr viele Teamfights ausgebrochen sind, sein Farm immer beibehalten. Und dementsprechend läuft da alles in Ordnung für ihn. Wenn sie das Spiel wirklich in die Länge ziehen können, wenn sie sehr lange aushalten können und eine gute Shockwave eventuell von Avenue nachher kommt, in die drei, vier Leute trifft und Shantao da wirklich mit dem Raketenwerfer reinhalten kann, dann kann das Game ja auch ganz schnell gedreht werden. Ja, das Kombinationspotenzial ist ja. Das gleiche kann man aber auch von ESC behaupten. Und ich habe das Gefühl, dass eine Amumu-Ulti ein bisschen einfacher zu platzieren ist als eine Schockwelle, weil Schockwelle hat eine gewisse Verzögerung, sicherlich die Amumu-Ulti auch in einem gewissen Aspekt, aber es ist trotzdem, wenn er Flash hat, ist das mit die sicherste Variante, weil der Bandagenwurf wird nicht selten von den Tanks abgefangen, das ist okay, aber ich sehe da trotzdem große Probleme, weil No Way For You selber mit Ryze skaliert so derbe in das Late Game hinein, ja, wird dann einfach später nicht zu sterben sein und teilt auch aus ohne Ende. Ja, und das ist halt das große Problem, dass du mit Ryze halt immer jemanden hast, erstmal ist er sehr mobil durch die Ulti, weil er einfach Bewegungsgeschwindigkeit bekommt und das nicht gerade wenig. Nein. Und gleichzeitig ist er noch ein Tank, der Schaden macht, das ist halt immer echt ein großes Problem und natürlich kommt er vielleicht nicht an den hohen Burst-Schaden ran, wie Avenue, den Avenue hat. Und, aber es ist halt auch ein stumpfer Schaden, den du echt einfach an den Mann bringst. Erstmal der Runenkäfig hält fest. Oh, Shantao! Im Shop gestorben. Einfach nur sofort auseinandergerissen. Der Ringer hat sich auf jeden Fall da die nächste Trophäe geholt für sein Trinket. Ist natürlich jetzt auch eventuell vielleicht sogar die Möglichkeit gegeben, hier zumindest Sicht über den Baron zu gewähren. Sie fangen ihn sogar an. Man hat jetzt mit Amumu natürlich auch ein bisschen prozentualen Schaden dabei. Das wird jetzt aber sehr, sehr gefährlich. Einerseits ist Lee Sin in der Lage als Champion an sich sehr gut einen Steal zu wagen, macht halt großen Schaden mit seiner Q-Fähigkeit, kann es, wie bereits erwähnt, mit dem Zerschmettern kombinieren. No Way For You hat bereits seine Ultimate jetzt aktiviert, kann also mit der Laufgeschwindigkeit auf jeden Fall nicht porzen. Der Baron aber selber nur noch wenig HP. Jetzt sehen wir schon, dass da die Kugel auf den Sin platziert wurde. Man versucht, der Wette zu kombinieren. Schockwell hat aber nur Chris getroffen. Das reicht definitiv nicht aus. Wird sehr, sehr gefährlich sehen. Jetzt gut mitten drin. Kann er das zweite? Nein, er verliert es. Jetzt kommt die Ultimate nochmal rein. Reicht nicht aus, um Brügge zu vernichten. Er ist viel zu gefiedelt. Der Kill wird hier definitiv nochmal auf den Raum gehen. Ist, denke ich, in Ordnung. Aber, da wollte man hinkommen, aber man hat es nicht geschafft. Das hat man leider nicht geschafft. Ja, es ist natürlich jetzt die Möglichkeit gegeben für ESC Icebox hier ordentlich durchzupushen. Zwei Leute sind tot. Man hat das Smite-Duell leider nicht gewonnen, aber man hat sich auch im Kampf einfach sehr sicher gefühlt. Man hat gesehen, die Schockwelle ging zwar durch, aber leider nur auf Chris und ja. So ein Brown, der hält halt auch eine Menge aus und den möchtest du wirklich nicht treffen. Shantao wird hier sofort zerrissen auf Avenue Yoshi. Ultimate war extrem gut gemacht. Der einzige Überlebende Avenue, wenn man über von einem Überlebenden sprechen kann, hat nicht funktioniert. Planet ist okay, schnappt sich da locker noch den Kill. Hier spielt man die Composition wirklich super gut aus. Vor allem E-Mail Support hatte die Ultimate sofort. Nee, was ist denn da mit los? Oh Mann, der Rengar, der tanzt hier eine Runde. Der dreht durch. Da funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Brücke ist hier am Haken genommen. Das ist eine gute Idee, wenn man sterben will. Hat auf jeden Fall funktioniert. Turm wird jetzt draufgehen. Teleport-Einsatz schon sehr, sehr mutig. Zane versucht ihn da abzubrechen. Versucht sich da noch zu wehren, aber es reicht nicht. Braum in der Nähe muss nur einen stumpfen Angriff machen. Und hier natürlich ESC weit voraus. Die Playing Ducks müssen sich für das nächste Spiel gut vorbereiten. Ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Gerade die Botlane, Brücke, Chris hat mir gut gefallen. Da hat man halt gesehen, einfach, warum Lucian auch gebannt wurde oft. Ja. Diese Kombination mit Braum auch am Anfang.